bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder einen neuen Girls-Vlog und zwar mit Pandora Cell. Ja, ihr fragt euch jetzt, wo genau ist sie, denn ich bin gerade allein. Cell macht sich jetzt nämlich zum ersten Mal ihre Wimpern. Sie kriegt nämlich Lash Extension. Oh mein Gott, ich bin so gespannt auf das Ergebnis. Ich gehe jetzt auch gleich los und hole sie vom Studio ab. Ich bin mehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Wir nehmen euch heute mit, so durch den ganzen Tag. Ich bin ja heute in Berlin und es ist so krass schönes Wetter. Es ist 25 Grad, immer wenn ich hier bin. Ich schwöre, dann regnet es. Aber heute, Gott sei Dank, scheint heute die Sonne. Pass auf, 2 Minuten später regnet es. Wir gehen uns später auch noch die Nägel machen, wenn sie fertig ist mit ihren Wimpern. Dann gehen wir noch was trinken und shoppen. Ganz, ganz wichtig. Und mal schauen, was wir heute Abend noch so vorhaben. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Tag. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. 1, 2, 3, let's switch this up. Eigentlich muss ich jetzt los, aber da es draußen so krass sonnig ist, muss ich erstmal meinen Körper eincremen. Leute, vergesst das nicht und unterschätzt das nicht. Nicht nur Sonnencreme im Gesicht, sondern auch auf dem Körper. Sehr, sehr wichtig. Ich benutze gerade übrigens die Sonnencreme von Clarins und oh mein Gott, Leute, die ist so gut, weil sie gar nicht klebt. Ich hatte früher immer so Sonnencremes, die mega geklebt haben am Körper und ich hasse dieses Gefühl, ne? So, ready und jetzt gehen wir Cell abholen. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das Ergebnis an. Oh mein Gott, so pretty. Warte, ich mache eine Nahaufnahme. Sie heult rum, weil sie Augenringe hat, weil der Concealer weggegangen ist. Aber es sieht voll gut aus. Dankeschön. Oh mein Gott, ey. Endlich versucht sie es auch mit Lash Extensions. Ich bin stolz auf dich. Erste Mal, oh mein Gott. Ja, Mann. Ey, es war so entspannt, ne? Ich bin fast eingeschlafen. Ja, natürlich. Das dauert ja, wie lange hast du gebraucht? Eine Stunde? Über eine Stunde? Über eine Stunde, ja. Sie so, ja, dauert nur 40 Minuten. Ich wollte so losgehen, ey. Ja, aber oh mein Gott, sieht voll gut aus. Oh, ich bin so stolz auf sie. So, wir gehen uns jetzt die Nägel machen. Wir wollten eigentlich da hinten machen, aber die hat nichts mehr frei. Und jetzt machen wir es hier und wir haben keine Ahnung, ja, wie die Bewertung ist, aber hoffentlich gut. Cell guckt gerade nach. Ich habe ein bisschen Angst. Die Sache ist, bei French könnt ihr nicht viel falsch machen, aber ich habe halt Angst, dass die in meine Nägel reinschneiden. Also Nagelhaut. Ist so schlecht? Die haben nur 3 Sterne. Was soll ich machen? Okay, das war's mit unserem Live-Test. Ey Leute, das hatte 2,9 Sterne, ne? Und das hat einfach 26 Euro gekostet. Das liegt nicht am Preis, aber 2,9 Sterne. Ich hatte richtig Angst und die Couch war so ein bisschen staubig und ja, wir dachten uns so, nee, wir sind einfach aufgestanden, sind gegangen, weil sie meinte, wir sollen warten und nee, nicht für 2,9 Sterne. Mhm, ja. Wir gehen jetzt zu einem anderen und mal schauen, ob der was frei hat. So, wir haben jetzt noch ein Nagelstudio gefunden, wo wir reingehen und ich mache mir jetzt erstmal eine Maniküre und dann French Nägel und Cell auch. Cell sagt hi. Hi. Okay. Mach jetzt. Ja. So, ich bin schon fertig mit meinen Nägeln und hier sitzt die Missy. Ich bin noch nicht fertig. Aber gleich. Unter die Lampe halten. Cell übernimmt mal jetzt meine Rolle. Ja. Als YouTuberin. Machst du gut. So, Nails dann. Tada! Wir haben ganz klassische Friends Nails genommen. Ihre sind ein bisschen dicker und sie hat eine andere Form als ich. Ich habe rund und sie hat SpongeBob. Quadratisch. Quadratisch praktisch gut. Und jetzt gehen wir shoppen. Und Cell braucht eine neue Tasche. Ja, ich weiß. Und Vitamin C Serum. Ich war hier vor Beratung, Alter. Ja. Genau, und danach gehen wir zu Starbucks, weil ich will ihr unbedingt ein neues Getränk zeigen. Das ist nicht neu, aber sie kennt es noch nicht und sie mag ja Kaffee. Mhm. Und dann gibt es einen Live-Test. Also, let's go, let's go. So, wir sind jetzt im Uber drin und wir fahren jetzt wohin? Wie heißt der Platz? Wittenbergplatz. Wittenbergplatz, genau. Und dann gucken wir mal, was da so Schönes gibt. So, dreimal dürft ihr raten, wo ich wieder bin. Aber diesmal nur gucken, weil ich wollte eigentlich ein bisschen anfangen zu sparen. Aber die Sache ist, da gibt es die Tasche, die on the go, also meine, aber nur halt ein bisschen kleiner und in der Farbe, die ich eigentlich haben wollte. Deswegen, ich will mir die nur live anschauen, wie die aussieht. Ey, die sieht aber von hier schon übelst hübsch aus. So, wir sind gerade nach Taschen für Cell gucken und sie hat auch schon eine gefunden. Sie fragt jetzt gerade nach, ob die eine im Lager haben für sie. Auf jeden Fall war ich heute auch ein bisschen shoppen. Aber ich habe nicht übertrieben, ausnahmsweise. Ich zeige euch später, was wir gekauft haben, denn Cell hat sich auch was gekauft. So, Cell hat sich für die hier entschieden. Von oh mein Gott, die ist so schön. Die ist echt richtig süß. Wir haben uns nicht einigen können auf eine schwarze und auf die hier, aber die ist schöner. So, Cell hat sich jetzt die Tasche gegönnt. Sie ist richtig happy. Yeah. Und ich schaue mir gerade so einen Bennett-Tint an. Ich wollte mir den unbedingt holen. Ich habe den auf TikTok gesehen und ich will den unbedingt haben.
So, wir sind jetzt bei Starbucks, endlich nach 10 Stunden shoppen gefühlt. Den Benetint habe ich jetzt doch nicht gefunden, weil die Mitarbeiterin war weg und der war irgendwie auch verkauft, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt zwei Kuchen geholt. Ich habe einmal Strawberry Cheesecake und sie hat einmal, was hast du nochmal? Keine Ahnung, irgendwie Schokotorte. Dann habe ich mir den Java Chip geholt. Nee, ja, ich habe den Java Chip geholt. Die sollte sie unbedingt probieren, weil sie liebt Kaffee. Und ich habe mir wie immer Matcha geholt. Und hier sind unsere Einkäufe. Wir zeigen euch später, was wir gekauft haben. Okay, es live. Oh mein Gott, okay. Wer, der schmeckt ja nicht. Der schmeckt aber richtig gut. Wer, du magst ihn nicht. Oh mein Gott, ich mag ihn nicht. Echt? Oh mein Gott, sag ich doch. Hä, aber ist da echt Kaffee drin? Ich schmecke ja, gar nicht raus. Ja, da ist Kaffee drin. Echt? Ja. Richtig gut, ne? Also Leute, gönnt euch. So, ich hole mir den immer ohne Zucker und wenig Eis. Okay, Cell und ich sind jetzt gerade auf der Suche nach einer Massage. Ich brauche eine Massage. Wir brauchen eine. Unsere Füße tun so weh. Wir haben, glaube ich, bei 20 Shops angerufen, aber keiner hat offen, weil die alle um 21 Uhr schließen. Eine wollte 100 Euro pro Stunde. Ist aus Gold oder was? Und ja, jetzt gehen wir zu einer, weil die nicht erreichbar sind. Deswegen, vielleicht haben wir da Glück. Ich habe gerade beim Thailänder vietnamesisch geredet, weil ich dachte, boah, danach ist mir auch aufgefallen, hey, warum rede ich vietnamesisch? Auf jeden Fall, wir haben endlich eine gefunden. Oh mein Gott, aus Zufall. Und eigentlich machen die 21 Uhr zu und wir haben 20 vor, aber keine Ahnung, vielleicht irgendwie Ausnahme. Wir haben so akzeptiert, aber zum Glück. Ja, oh mein Gott, er meint uns richtig. Wollen wir mal einnehmen? So, wir sind jetzt fertig. Wir sind richtig, richtig K.O. Die Massage hat so gut getan, vor allem Kopf. Trinken jetzt noch was, sehen uns um, deswegen seht ihr uns auch nicht. Ja. Und gehen dann vielleicht noch was essen, weil wir haben nichts Vernünftiges gegessen heute. Nee. Schmeckt ihn natürlich, ist eine Brühe. Erstmal Tee auf Sauce, Leute. Und die Suppe schmeckt auch gut. Wie schmeckt sie dir? Gut. So, wir sind jetzt zu Hause, sehen richtig, richtig fertig aus von der Massage. Sie hat mein Gesicht einfach so massiert. Und ich wollte aber danach unbedingt noch was essen gehen. Und dann waren wir so ein bisschen schmandig im Restaurant. Und wir wollen eigentlich auch noch ins Café, aber alles hatte zu, obwohl es Berlin ist. Was ist los, Alter? Ja, ich dachte, Berlin lebt. Aber irgendwie Berlin um 0 Uhr, alles geschlossen. Ja. Obwohl es Freitag ist. Wir zeigen euch noch, was wir so gekauft haben. Cell kann anfangen. Obwohl, ja. Na, ich fange an, weil meine Sachen sind basic. Okay. Also deine Sachen sind krasser. Ja, ich habe mir von Dior endlich das Lippenöl geholt, Leute. Ich habe das so oft auf TikTok gesehen und ich bin herbe Dior-Fan. Das ist einmal das hier in der Nummer 001. Oh mein Gott, das ist so cute. So sieht das aus. Ja, es sieht richtig süß aus. Oh, es riecht richtig gut. Kann ich morgen bei der Session ausprobieren. Wir haben morgens übrigens eine Songwriting-Session, Studio und so. Nehmen wir euch auch mit. Deswegen schaut unbedingt bei dem Vlog vorbei. Dann haben wir noch ein paar Proben bekommen. Einmal so Cover. Liebe Proben. Einmal Miss Dior, das habe ich schon. Also, genau. Also, ich habe das als Parfüm schon und so ein Joy. Dior Joy, das habe ich noch nicht. Mal gucken, wie es riecht. Oh, es riecht gut. Aber Dior riecht besser. Also, das... andere. Ja. Ja, das war's. Und jetzt kommt Cells Hall. Soll ich mit den Brüsten anfangen? Ja, kannst du machen. Ja, das also, habt ihr ja schon ja, gesehen. Ja, meine Tasche kennt ihr ja schon. Oh mein genau. Gott, mein Baby. Ah! Richtig cute. Ja. Prada-Tasche. Weil ich... Guest-Tasche. Die Sache ist, ich war richtig sauer, weil Cell immer so Basic-Taschen hatte. Ja. Und ich wollte unbedingt, dass sie so eine schöne Tasche hat. Und jetzt endlich hat sie eine schöne. Ja. Und gestern eine schöne Marke. Blackpink trägt es übrigens auch. Da hat sie sich auch was von Dior geholt. Ja, hier meine kleine, diese Dior-Tüte. Ey, richtig cute, ne? Ja, finde ich auch richtig süß. Also das gleiche wie Missy habe ich auch schon. Die Nummer 1. Ja. NS. Dann so eine Creme. Achso, das ist die Creme. Oha, die voll cool. Ja, ich habe nämlich, was mir Missy empfohlen hat, so ein Vitamin C-Serum geholt. Das ist kein Vitamin C, das ist so ein Glow-Serum. Ach so, Glow ja. Booster, ja. Genau. Und ist halt für die Haut, dass es mehr glowt. Und dann hat sie mir so eine Probe gegeben für eine. So eine Creme, dass ich halt danach drauf machen kann. Oh, ey, das ist mega cool, diese Probe. Oh, das ist echt voll cool. Ja, und zwar, wenn ich jetzt rausfahre, warte, auf welche Seite ist. Ah, hier. Und zwar, könnt ihr sehen. Wow. Mit einem Mini-Pinsel einfach für die Lippen. Ja, voll süß. Cool. Da kannst du ausprobieren, welche Farbe dir steht und dann kannst du dir das erholen. Ja, das ich liebe Dior-Sachen, oh mein Gott. Ja. Oh, ja. Natural Nude. Ja. Das könnte sogar hinkommen. Und dann habe ich auch noch so Miss Dior. Ja, das riecht richtig gut. Ich habe das als... Hast du das jetzt anders? Ja. Oh, das riecht mega gut. Ach so. Oh mein Gott.
Ey, wir haben heute richtig Luxus. Oh mein Gott. Girls Day gemacht. Okay, also Leute, wenn ihr mehrere Vlogs von uns haben wollt oder von mir, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war's auch schon. Wir gehen hier schön heier machen, denn wir haben morgen die Session. Ganz, ganz, ganz wichtig. Neue Lieder kommen, Pandora. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye. Bye. So, was soll das? Ich wollte ja.